Designer Messe Style ist wie immer bestens besucht, als sie am Samstag ihre Pforten öffnet. Wir machen uns heute auf die Suche nach Mainzer Gründern und werden schnell fündig. Ich bin tatsächlich Original Mainzer. Und genau, wir haben beide in Mainz studiert und haben uns dann eben im Studium in Mainz an der Hochschule kennengelernt und somit auch Mainz nicht mehr verlassen. Also ich lebe privat hier in Mainz, schon seit 30 Jahren fast. Und da war es klar, dass wir in Mainz gründen. Ja, wir sind gebürtige Mainzer, von daher, wir sind hier geblieben. Ja, wir sind dann beide nach dem Studium nochmal weggegangen und sind dann wiedergekommen und sind einfach Mainz sehr verbunden. Unsere Familien kommen ja auch her und es ist eine unglaublich schöne Stadt und deswegen haben wir gedacht, das ist perfekt. Unter unseren vier Gründern sind also fast nur echte Mainzer Originale. Und was macht ihr heute auf der Style? Es gibt einfach wahrscheinlich noch wahnsinnig viele Leute da draußen, auch hier in Mainz, die noch nicht wissen, dass es uns gibt. Und das ist immer eine gute Plattform, um sich vorzustellen. Ja? Und es ist ein schönes Umfeld, hier sind coole Stände, es ist eine coole Messe, coole Leute und deswegen sind wir hier. Wir sind da, um im Prinzip unseren Laden zu zeigen. Wir sind ein Stoffladen aus Mainz, ein Konzeptladen. Wir haben ganz tolle Schnittmuster, die wir selber entwerfen und wir nutzen das, um eben Mainz auch nochmal zu repräsentieren, was es in Mainz Tolles gibt. Ja, wir sind, ich glaube schon das fünfte oder sechste Mal hier in Mainz auf der Style, weil einfach cooles Publikum da ist und weil wir hier so ein bisschen auch ein Heimspiel haben. Ne? Wir haben ja in Mainz jetzt die Brauerei gebaut, sind eine Mainzer Marke und fühlen uns hier pudelwohl. Eigentlich sind wir, seit es uns gibt, würde ich mal sagen, bei der Style mit dabei. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Style-Pause gemacht. Und das ist eigentlich immer für Mainz eine gute Veranstaltung, auch mit anderen Ausstellern irgendwie nochmal ins Gespräch zu kommen. Und man erreicht auch ziemlich viele Mainzer. Also es ist wirklich immer gut besucht.